Aber ich finde die Grafik schaut echt geil aus. Ja, voll. Man sieht zwar nur am Baum mit Blätter. Jetzt sieht man deinen am Straßenrand, 21:42 Uhr. Weiter konnte ich nicht lesen, weil es so schnell weg war. Gegenwart, glaube ich, stand da. Ah, Gegenwart, okay, naja, dann bitte. Wie gesagt, wenn die quatschen, quatschen wir nicht, sonst hören die Leute ja nicht, was die quatschen, weil dann hören sie uns quatschen und quatschen, quatschen. Und Ich bin schon still, du quatschst immer noch weiter. ja, stimmt, genau. Psst. Da fährt ein Bus. Aber wo sind wir? Der fährt ja alleine. Wir sitzen da drinnen Ach im so, Bus. jetzt schon oder was? Mein Der Gott, mein warme Köpfe Bildschirm im Bus. zuckelt. Ah, jetzt da. Oh mein Gott, genau die Kamera taugt das überhaupt nicht. Hör auf! Schön, komm. Er erschrockt mich wohl, denkt, dass du dich erschreckst. Ja. Erschreckt eine Katze nicht. Kann ich schon was drücken? Nein. Naja, das ist chill. Ja, dann kann sich schon umschauen. Ich bin urnervös, es tut mir leid. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gleich ein Jumpscare kommt. Oh mein Polizei. Gott, ja. Der will jetzt Nein, überfahren. das ist ein State Trooper, bitteschön, ja. Ja, okay. Ich trotzdem überfahren. Wenn wir trotzdem überfahren, okay. Einmal blasen, bitte. Genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Ah! Ein Mädchen stand auf der Straße, weshalb der Busfahrer die Kontrolle verloren hat. Okay. Okay. Ah, Ja, okay. Bei mir ist es da auf Start gewesen, das Menü, okay. ich habe gerade was angeschaut. Auf R1, gell, ist das Kurs aktualisieren. Ja. Aha, okay, so ist das. Ja, es siehst Das du es, ist aber der. ich nicht. Ah, okay. Ja, gut, wir gehen mal zurück und, ja. Das haben sie aber gut gemacht. So, meine Leute, das Spiel ist zu Ende. Wir werden nicht mehr weiterspielen. Ah, es geht weiter. Wir Wir sind sind alle tot. tot. Ja, genau. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen. Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Das Fabrik. sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die vierte Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, Du James. machst jetzt so viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten ist ja Familie? etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig Tja, helfen. wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer Du das für bist mich nicht die ist? Einzige, die Probleme hat.
Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Ja, genau. Kipp dir noch ein Bier rein. Ertränke deine Sorgen. Mario, nimm deine Zunge aus meinem Hals! Ich hatte viel Spaß. Und die Fahrt war sehr schön. Ich spiele immer gern. Was soll ich sagen? Wie mache ich das? Achso, mit deinem Rechten. Du bist lustig. Ich? Ich bin lustig. Ich muss jetzt weg von hier. Und okay. Meiner lieben Familie. Und zwar schnell. Komm schon. So schlimm sind die nicht. Wenn du wüsstest. Sehen uns morgen. Lass mich mal nachsehen, ob ich Zeit habe. Ach so, du siehst meins nicht. Okay, stimmt ja. Wir meine reden gerade. Also du bist nicht der Schwarze, oder was? Nein, bin ich nicht. Ah, okay. Jetzt sag, du bist der Anthony, was im Auto sitzt, der was mich gerade. Nein, der Anthony ist drinnen. Ah. Ich komm jetzt da rein, Mario. Bist du der alte Mann, oder was? Nein, ich bin der Junge im Zimmer. Oh. Ich rede gerade mit dem anderen Typen. Ich rede noch mit dem Geist. Bist du die... Ich komme erst jetzt gerade rein, da, ja. Ja, okay. Hallo. Bist du der Anthony? Ja, das bin ich. Bist hässlich. Danke. Wieso nicht gerade die Schönheit? Was? Buche. Lass mich raten. Du hast meinen Busch noch nicht gesehen. Ich zeig ihn dir gleich. Entscheide dich. Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Pornos aus den 80ern. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Das ist Dennis, wie er leibt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Nicht geh auf den Dachboden. Hey, nein! Das gruselige Mädchen. Nicht jetzt, Schwesterherz. Hey! Spinn hier nicht so rum! Was? Ah! Alter! Dieses Mädchen macht mich fertig, Alter! Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Voll. Die kriegt von mir Zigeuner noch mal zu watschen und ab ins Bett herst. Ach Gott. Also liebe Leute, wenn ihr jetzt live einen Herzinfarkt miterleben wolltet, ihr seid ja an der richtigen Adresse hier. Ich glaube, mit der Kleinen stimmt was nicht. Nein. Die macht mir Angst. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Ja, die Megan nervt mich. Megan ist ein nerviges Kind, das andauernd nervige Dinge tut. Mom und Dad wissen das schon. Schon, aber Megan hat den Streit mit angehört. Sie schien sehr aufgebracht deswegen. Sie ist ständig wegen irgendwas aufgebracht. Wo ist die Kleine denn überhaupt?
Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Ah, der Schauspieler kommt mir sehr bekannt vor. Ja, kennst du, wie sind die Millers? Ja, voll, genau, da hat der einen Jungen gespielt, genau. Der ist dann oder... von der Spinne oder von dem... Ja, genau, Spinne. ...gebissen worden ist, ja. Oh mein Gott. Ich muss mit Megan alleine sprechen. Ich geh mal da ins Zimmer hinein. Ich muss grad Feuer anmachen. Das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Die Megan. Mit wem kann ich denn da reden? Mit der Leiter? Dennis? Achso, der Dennis ist da oben. Bist du noch hier? Was willst du? Wie geht's denn meinem liebsten Bruderherz? Nicht so gut. Das Trampeltier ist über meine Platten gelatscht. Sie ist deine kleine Schwester. Außerdem scheint ihr Musikgeschmack besser zu sein als deiner. Okay. Megan, bitte verspeis mich nicht. Ich komme jetzt in dein Zimmer hinein. Hey, Mom. Hallo? Das ist die Mama. Oh mein Gott, irgendwas ist passiert. Mario, komm rauf. Ich habe Angst alleine. Ich kann nicht, ich rede gerade mit Papa. Lass Papa links liegen. Sonst kriege ich eine Anleitung, wie man ein Buch liest. Oh, ich weiß nicht, wie man Bücher liest. Aha. Ah, ich darf mich jetzt bewegen. Der Schnüffler hat es gewagt, in meinem Tagebuch zu lesen. Ich geh mich gerade. Oh, Steuerung ist nicht so. Wie sie laufen. Oh, ich habe es gefunden. Okay. Was mit Hexen? Mit Hexen? Am liebsten würde ich ja das Ganze vorlesen, aber ich weiß nicht, wie ich das dann irritieren würde. Warum ist da jede Tür zu in dem Haus? Ich hab gedacht, ich bin ja zu Hause. Ja, ich glaube, die Megan tut da gerade alles zumachen. Megan, hör auf, alles zuzumachen. Das geziemt sich nicht. Schau mal. Also ich probiere nochmal da die Tür zu öffnen, weil... Ah, sie kann hören. Was im Rhythmus Herzschlag drückt. Okay. Ja, ja, soll ich vorhin mit Papa machen müssen. Kein Interesse. Duck, duck. Sie sehen mich nicht. Duck, duck. Für die bin ich Luft. Mit wem redet der, Alter? Das ist nicht richtig. Nein, das mach ich nicht. Der redet mit irgendwem. Ich komm schon rauf. Ja, bitte schnell. Ich geh gerade ins Zimmer rein. Sie sitzt hier mit der bösen Puppe. Ah! Warum kann ich nicht drauf? Hä? Ich kann die Treppe nicht drauf. Was soll die Scheiße? Hey, Megan. Was ist los? Ich kann nicht drauf. Das muss mal alles. Muss mal alles durchsuchen. Alle Gebäude. Leider. Hey, kurz die Megan redet. Mit jemandem, dem ich mich scheißegal. Boah, die Uhr, Alter. Die Uhr ist plötzlich gegangen, Alter. Leck mich am Arsch. Warte mal. Was sprichst du? Alter! Was war das? Siehst du das? Bist du gerade mit deinem Fuß gegen die Fensterscheibe treten, ne? Nein. Ah! Also das ist eine. Was? Eine Feder? Die was so laut war? Ja, das ist eine schöne Rabenfeder. Die legen wir gleich nochmal da zurück. Du kleine Mistkut, hat mich ausgesperrt. Hey, Megan! Anthony, hallo? Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Ah, da ist der Anthony. Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Das siehst du gerade dieselbe Videosequenz wie ich. Du hast recht mit meiner Familie. Mhm.
Ja genau, koch eine Suppe. Ah, das Slenderman. Was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ich lass dich wieder rein, Chucky. Nein. Moment. Nicht Chucky. Oh. Das gehört mich ausgesperrt. Ich komme nicht mehr rein. Ich weiß. Ich stehe oben am Balkon. Mist! Megan! Wo bist du? Die ganze Küche brennt und dann... Megan! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Megan! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Ja, er macht das nicht. Ja. Flashover. Ich krieg keine Luft. Nicht nimmt das kleine Kind mit, das ist ja gefährlich. Oh mein Gott, der Mario entscheidet sich. Das kann nicht gut ausgehen. Oh mein Gott, du Mörder! Das kleine arme Kind. Anthony! Hilfe! Was soll ich tun? Spring einfach! Egal. Außer dass du ein paar Knochen. Oh mein Geh Gott. Zum Regenrohr und kletter runter! Ich werde sterben. Okay, wir klettern wirklich runter, ich öffne nicht die Tür. Ich habe Angst, dass Slenderman drinnen steht und auf mich wartet. Oh! Danke, Mario, für diesen heißen Tipp! Scheiße! Stranguliert von meinem eigenen Schal. Game over. Ich habe keine Spielfigur mehr zum Spielen. Oh ja, Mario, keine Angst, den kannst du auch noch umbringen. Genau. Au! Leck mich am Arsch. Der Jackie Chan ist auch schon da. Oh. Was hast du getan? Nein! Hä? Warum ist der jetzt reingerannt? Weil er Angst gehabt hat, dass er wahrscheinlich als Mörder gilt, keine Ahnung. Was passiert hier? Jetzt kommt sicher der Psychologe. Na doch nicht. So viele Tote. Ja.
Komisches Wusch. Oh, ich glaube, wirklich, das Wusch, was wir gemacht hätten, sowieso alle gestorben wären. Nein. Also, wärst du durchs Fenster gegangen, wärst du auch gestorben. Dasselbe Abschauen wie im ersten Teil, ha? Ja. Er gehört ja im Prinzip, der Typ ist ja, erzählt ja die Geschichten. Ja, ich weiß, es gibt ja drei Teile sogar dann. Ja. Der Jason. Das ist der Kompass von Jack Sparrow, dem zeigt, wo er hingehen möchte. Keine Ahnung. Little Hope. Ladebildschirm. Ah, da ist er schon. Ja, genau, schöne europäische Hallo. Musik im Hintergrund. Abst. Oh. Und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Macht nichts. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Na, sind wir ein bisschen hochnäsig beim Gehen, ha? Stolziert entlang. Beunruhigt. Anscheinend gibt es vier Teile. Cool. Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Das eine ist Until Dawn. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Hm? Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Denn sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn sie zu zweit sind, vollenden sie die Geschichte wie ein Einziger. Wenn sie so wollen. Wie im Leben, ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte, doch von hier an liegt das Ende in ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. Haben wir das? Tote. Das war Marius' Schuld, die war draus. Hängt von Ihnen, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht.
manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Sei treu. Doch, ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu. Hat das der Slenderman gesagt? Ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Das Salem. Die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Danke. Ich mag schöne Dinge.